Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 2. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Skaven. Und wir spielen den Clan Rictus immer noch. Und wir werden jetzt nochmal hier Karon K. attackieren. Das machen wir bitte automatisch. Jetzt können die Verluste nicht so hoch sein, ne? 146 ist nicht viel. Und uns die Nahrung. Wichtiger sind hier eigentlich wieder die Erfahrungspunkte. Wir bekommen die Ratswache, eine spezielle Sturmwachen-Söldnereinheit mit Hellebarde. Wenn ich das dann richtig sehe, dann könnten wir doch dann zum Beispiel diese Rattensklaven hier durch dieses Elite-Regiment ablösen. Wenn man dadurch ein bisschen Minus ist, ist es aber nicht so wild. Wir holen uns den zusätzlichen Bonus an Geschossresistenz und die zusätzliche Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Und du. Was haben wir hier? Schwefelsprung. Nee, machen wir nicht. Wir nehmen hier Spaltenruf. Mighty am I. Und jetzt müssen wir mal gerade überlegen. Skavenblight, here's my name. Also die Garnison ist nicht schlecht, ne? Absurd. 14 Regimenter sind aber auch nicht so schlecht. Ich möchte nur ungern hier in diese Chaos-Korruption reinlaufen allerdings. Ich bekomme hier einen Bewegungsbonus. Wo habe ich eine gute Hinterhalterfolgschance? 70% hier oben. Wäre besser als nix. Finden wir noch eine bessere Stelle. Viel besser als 51% will es nicht werden, ne? Ich möchte mir halt gerne den zusätzlichen Reichweitenbonus hier offen halten, um die Irrlichtung zu attackieren. Shadow of Horned Rat. 3000 ist sehr teuer. Moment mal bitte. Entschuldigung, musste mal gerade nach meinem Sohnemann gucken. Ja, wir spielen also immer noch This is Total War. Ich fände tatsächlich, wenn wir hier noch irgendein cooles Gebäude bauen. Sag mal, du gibst mir nochmal das mit der Vorhutaufstellung. Es ist nicht so schlecht, aber ja. Es ist nicht so schlecht, aber es ist auch nicht so der absolute, Hammer. Das bringt mir nichts. Ist mir alles auch so ein bisschen zu teuer. Also Vorhutaufstellung. Wir kriegen hier also ja, Erfolgschance für lokale Charaktere, aber wir haben noch keine, mit denen wir hier was machen könnten. Ich würde sagen, kommt Kinder, wir bauen das Ding hier nochmal aus. Auf eine weitere Stufe. Und Another victory. Yes, yes. Es verbraucht halt nochmal zusätzliche Nahrung. Ich möchte nicht zu viel Nahrung verbrauchen. Wir können hier auch nochmal ein bisschen mehr Gas geben, wobei ich bei den die Monolithen möchte ich nicht weiter ausbauen, weil die werde ich irgendwann erobern.
Bei der Irrlichtung, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht die irgendwann auch noch, aber nicht so bald. Also da muss ich sagen, aber wartet mal, da werde ich die Giftlichtung auf jeden Fall eher erobern. Wir können jetzt natürlich auch mal überlegen, ob wir dieses Ding hier bauen. Warte mal, 1000 kostet mich das. Und dann 5 Runden und wenn wir das haben, dann greift diese Skaven-Armee hier an, ne? Aber es ist einfach, nee, es ist einfach nicht die Option. Passt auf, wir machen das so. Wir bauen in der Giftlichtung das Ding mal aus. Für 2000 ist es jetzt auch nicht so unfassbar teuer. Und hier bei der Irrlichtung bauen wir das Ding auch mal aus für 2000. Das geht ja auch noch. Wir haben 16.000 auf der hohen Kante. Das Gebäude ziehen wir auf jeden Fall mal ab. Wir werden ungefähr noch, sagen wir mal, 10.000 übrig behalten. Und dann kommen zwei Gebäude hinzu. Nämlich noch einmal 5.000. Dann haben wir noch 5.000 übrig. Und dann noch irgendein anderes. Sagen wir, da ist 6.000. Ja, irgendwas, ne? Das werden wir erst später bauen können. Vielleicht halt auch das hier. Ich weiß es nicht genau. Witzig, dass ich hier nicht die Einheit auswählen kann, aber okay. Ja. Okay. Also die 2000 können wir uns leisten. Wir werden ja auch noch ein paar Mal plündern und ein paar Schlachten schlagen und so. Da ist Alith Anar wieder mit einer neuen Full Stack. Zieht sich hier aber zurück. Also der hat auf jeden Fall hier abgeraved, ne? Der ist auch relativ schnell wieder da. Sind diese 5 Runden schon vorbei, seit wir den getötet haben? Das müssten wir mal hochrechnen. Ich finde das komisch, dass er da schon mit einer Fullstack wiederkommt, ne? Aber gut. Aha, der geht raus. Oh, im Gewaltmarsch. Ja, Hinterhalt kriege ich natürlich nicht in der Konstellation. Aber bis. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Bis ganz runter kommst du nicht. Okay. Steht natürlich immer die Wahrscheinlichkeit, dass auch eine von unseren Skaven-Unterstädten entdeckt, aber da müssen wir einfach mit kalkulieren, ne? Ja. Gehörnte Ratte ist hier auf jeden Fall heftigst am Start. Man könnte fast glauben, wir wären Auserwählte. Das ist eine Hinterhaltsschlacht, die ich. Interessant. Hexenkriegerin Galore, die ich autoresolve, denn das geht hier erstmal 100-mal schneller und auf der anderen Seite. Sehr cool. Viel Geld, viel Geld. Und halt ein Level, ne? Das ist halt auch sehr wichtig. Und ich finde das immer so fummelig, diese Hinterhaltsschlachten zu kämpfen. So, dann mach mal hier dieses Zurückkommen. Und wir belagern diese Stadt. Kommt bitte mit. Weil wir brauchen Erfahrung für unsere Jungs. Ja, die Beute war jetzt ein bisschen mickrig. Aha. Zack. Nochmal ausgeraubt. Aha, wir haben die Scharfschützen von Nettie Bubo Jezails. Cool.
Cool. Und du hast nochmal ein Level gekriegt. Das ist doch einfach mal richtig, richtig gut. Also die Abkühlzeit zu reduzieren ist halt auf jeden Fall gut. Zeig mir das nochmal. Erfolgschance für Hinterhalt plus 20%. Chance auf Abwehr von Hinterhalten plus 20%. Und Chancen bei Nutzung des Tunnelnetzes auszuweichen plus 20% ist auch sehr wichtig. Das ist auch ein guter. Das ist halt auch sehr gut gegen. Ja, gegen alles. Ah, jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt, ne? Aber lass mal gerade noch gucken. Verlustverstärkung plus 10, plus 5 Rüstung für Skaven-Sklaven. Unterhalt minus 33 für Skaven-Sklaven. Das bringt mir nicht so wahnsinnig viel. Die Geschossresistenz ist jetzt echt mal angezeigt. My plan seems always best. Ja, die Jezzals, die könnten wir auch noch reinnehmen. Also, aber die brauchen wir noch nicht so dringend. Da sind die Rattling Gunner sind deutlich besser. Sorcerer Inventor, yes, yes. Warpstone. Und wir aktivieren mal auf jeden Fall den Gewaltmarsch. Ich muss wieder in die Nähe von meiner Stadt kommen, denn ich möchte jetzt gerne. Also ich will sehen, wo der Alis Anar hinrennt. Also wenn er hier hinrennt, dann können wir überlegen, ob wir da vielleicht nochmal zuschlagen. Weiß ich noch nicht genau. Ich will aber auch hier in der Nähe meiner Stadt bleiben. 12 Runden bis zum Überschuss ist einfach ekelhaft, ne? Aber wenn wir uns hier die Monolithen nehmen. Wenn wir die Monolithen nehmen. Naja, die Option haben wir ja immer noch. Wir können es ja immer noch überlegen. Wir hätten weniger Einkommen, weil wir dieses Gebäude hier verlieren. Wir machen uns hier oben angreifbar. Wir müssten es also direkt auf einer hohen Stufe ausbauen. Da bin ich noch nicht ganz so von angetan, ne? Was steht denn hier noch zu erwarten bei legendären Söldner oder legendären Regimentern? Flagellanteninfanterie oder Flegelinfanterie. Dann noch hier Ickits Sapsa-Warblitzkanone. Zwergdingbedrohung. Nochmal ein Thing-Shredder. Und Räder des Todes, Todesrad. Auf Stufe 30 aber erst. Ja. Victory! I'm getting good at this! Warlock of Skavenblight! Nicht vergessen, wir kriegen 20% mehr Bewegungsreichweite. Ja, wir müssen abwarten, was der Alith Anar macht. Wenn der nochmal hier hinkommt, dann sollten wir auf jeden Fall in der Nähe sein. Wir haben, glaube ich, also ich glaube, wir haben so unseren Bottleneck in der Kampagne erstmal überwunden. Unseren ersten. Es wird ja noch ein weiterer kommen. Spätestens dann, wenn weitere Fraktionen hier bei uns Don't think to outsneak me, me. anlanden. Ja, kann ich leider nicht machen, ne? Also die Option jetzt natürlich, die Monolithen hier einzunehmen, ist nicht die allerschlechteste, denn diese Dunkelelfen, die hier oben siedelten, die haben wir ja bereits einmal geschlagen. Ja, darauf müssen wir halt auch achten, ne, was die Beastmen machen. Und wenn die da einfach nur rumstehen, ist das auch nicht so ungefährlich für uns, ne? Wir haben schon brauchbare Einheiten dabei. Du kommst auf jeden Fall bis dahin. Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir die Option. Obwohl wir dadurch Geld verlieren. Wir ziehen die Option, die Monolithen hier einzunehmen.
machines and then sorcery. Night Runner, Master Engineer. Smartest Warlock brings victory. We will not beg. Upgrade. Yes, yes. So. Die Monolithen bekommen einen Defensivausbau und den Jungbau. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier ausbauen will. Unser Warlock Master. Minus 10% Abkühlzeit auf alle Zauber. Geiler Shit auf jeden Fall. Ja, mach mal noch die Erdung. Wir müssen auch wieder an Nahrung rankommen. Das gelingt uns vermutlich hier. Ihr seht, ne, wir machen ungefähr ein 100er weniger. Das könnte aber klappen. Unten bis zum Überschuss 9. Wir haben bald auch noch eine neue Technologie, dann kriegen wir nochmal einen Wachstumsbonus. Also wir müssen halt Hottex-Säule ein bisschen ausbauen. Wir brauchen halt gute Einheiten. Sturmrattenarmeen sind zu teuer. Oh shit, warte mal, jetzt habe ich nicht... Ich muss ja mitkriegen, was der Alithanar macht. Ob der halt nochmal ankommt oder nicht. Momentan sieht es erstmal ganz gut aus. Hier noch nicht viel. Das Problem für mich ist halt, was macht der Menschenschinderstamm? Die kommen näher. Nehmen auch noch eine weitere Armee mit dazu. Okay. Euer Ruhm wächst, mein Herr. Yeah. Neuigkeiten eurer Eroberungen verbreiten sich überall. Selbst die entferntesten Könige und monströsen Fürsten haben von eurer wachsenden Stärke gehört. Okay. Wir sind momentan bei... Alles klar. Und wir haben auf jeden Fall noch Zeit. Ich kann ihn allerdings nicht angreifen. Was ist denn der so dabei? Das sind alles Ungor und Goas, ne? Okay, und das hier? Also Hauptsache, der hat jetzt keinen Saigor dabei. Das wäre in der Tat ein bisschen ungünstig. Wir müssten wohl... Okay. Wir müssten wohl noch zwei Runden hier in der näheren Region bleiben, um hier... laufen wir erstmal hier hin. Also Schwarzsichtturm, Sklavenkap. Sklavenkap lese ich da immer aus irgendeinem Grund. Lauf mal hier hin.
Also ich liebäugel damit, so ein bisschen diese Siedlung hier anzugreifen und da so einen, so eine Unterstadt zu errichten. Wir sind ja hier in der Nähe. Wir können das locker mal ausbauen. Ich glaube, wenn wir das Ding auf, wenn wir das Ding nochmal ausgebaut haben, dann sind wir hier relativ safe, ne? Okay, wird er hier angreifen? Ja, vielleicht, ne? Sorcerer Reventer, yes, yes! Lass mal hier hin. Sneak, scurry! Ich kann natürlich hier rein und dann sagen, wir legen es auf einen Ausfall an. Ich kann allerdings auch sagen, ich versuche ihn hier rein zu ködern. Also mit der Armee werden wir das gegen so eine Tiermenschenhorde aufnehmen können, ne? Und sagen, ich mache hier so Hinterhaltsstellung, dass er meine Armee nicht sieht, ne? Idealiter. Bleibt das Risiko, dass er mich halt hier abzweigt, ne? Dass er sich hier hinstellt und ich von hier aus nichts machen kann. Und dann könnte er mit beiden Armeen meine Stadt belagern. Das wäre ziemlich weird auf jeden Fall, aber ich könnte mit dem Tunnelnetz durch, ne? Ja. Also ich gehe davon aus, dass wir eine der Beastmen-Horden vielleicht erwischen. Cool. Oh yes. Okay, das machen wir automatisch. This meat flesh will do nicely. Ja. So schön, dann nochmal einen Nahrungsbonus zu bekommen. Wenn ihr Position 1 drückt, dann müsste das Ding eigentlich nochmal auf unsere Stadt richtig rumzentrieren. Ja, so ein bisschen, ne? Okay. Aber hier müsste ja jetzt unsere Garnison schon fertig sein, ne? Auf jeden Fall gut, hier nicht zu weit wegzulaufen. So, ich bin gespannt. Das Dumme ist, jetzt hier stehe ich ja schon nicht mehr in der... Ah ja, okay. Der kriegt eine Revolte. Du willst mich verarschen, ne? Alchemist-Anhänger. Wer hat den erhalten? Egal, insgesamt vielleicht erhalten. Feind im Kampf getötet. Rama. Buttrig weg. Unterstadt zerstört, Irrlichtung, Fraktion vernichtet, Schmiedebund. Technologie erforscht, strenge Produktionsquote, plus 10 Wachstum. Das Doofe ist, dass die Unterstadt jetzt weg ist. Plündern, Hotex-Säule. Hotex-Säule wird doppelt geplündert, aber das macht ja nichts. Wir verlieren dadurch ja nicht zusätzliches Geld. Okay. Also hier ist keine... Oder ist hier jetzt eine Skaven-Stadt drin und deswegen ist meine Unterstadt weg? Das fände ich ein bisschen merkwürdig. Die Garnison ist noch nicht auf voller Stärke. Ready. Yes, yes. Ja, wir werden diese Armee wahrscheinlich angreifen, ne?
Alter, wie viel Arti hat denn der da drin? Boah, Junge, Junge, Junge. Okay, müssen wir mal gucken. Also, das wird ja auch noch ein schöner Spaß, ne? Hier wollte ich hin, ne? Plus 3 Führerschiff, was gibt das hier nochmal? Plus 10 Moral, minus 1 feindliche Belagerungszeit für die Rattenflüchtlinge. Das ist egal, das ist egal, das ist egal, das ist egal. Ja, wir nehmen mal hier Exempel statuieren schon mal. Neue Fraktion. Nagarond. Wann habe ich die denn getroffen? Fraktionen getroffen. Nagarond. Cool. Hi, Nagarond. Hey, Malekith, alte Saus. Gibst du mir 300? Ne, okay, gut, will er nicht machen. Einen Vertrag machst du auch nicht mit mir. Dann kann ich vielleicht fragen, möchtest du gerne gegen Karond K. in den Krieg ziehen? Moderat? Lehnst du ab, okay. Und wenn ich dir ein bisschen Geld gebe. Okay, das ist ein bisschen viel. Och, komm, ey. Also. So, und dann. Sorry, ne? Aber ich kann dich nicht leiden. Du bist hässlich, stinkst und kannst nicht kochen. Also gibt es eine Kriegserklärung. So, im nächsten Part sehen wir mehr. Heidewitzka. Einen von den beiden werden wir attackieren. Ich würde sagen, wir greifen die schwächere Armee an. Wir bekommen die Verstärkungsarmee aus Hotex Säule hoffentlich. Master Sehe ich jetzt noch Engineer. nicht. Sonst müssen wir vielleicht wirklich nochmal in die Hinterhaltsstellung gehen. Bis dahin sage ich dann erstmal macht's gut. Und in diesem Sinne Pax Vobiscum Valete. Und das geht ja heftig weiter, ne? Wie immer gilt, ab 500 Daumen nach oben gibt es den nächsten Part sofort. Freut mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann sage ich ciao.